passiert? Der Patient ist mit 80 km/h im Motorrad in den Müllwagen reingesammelt. Was für eine Sauerei. Ja, das kann man wohl laut sagen. Verletzungen an Arm und Bein, offener Oberschenkelhalsbruch, Gehirnerschütterung, aber der Wurm ist geschieden und die Wunden sind versorgt. Sehr gut. Innere Verletzungen? Ja, nicht auszuschließen, sogar sehr wahrscheinlich. Sieht aus, als ob er gelöst ist. Aber ich habe die innere Blutung gestoppt. Sehr gut. Atmung? Vorhanden, aber sehr flach. Kann allerdings auch an dem Gestank gelegen haben. Ich habe ihn trotzdem mal vorsichtshalber als Beratungsgerät angeschlossen. Verstehe. Bringen wir ihn am besten gleich in den OP. Wo ist der Patient? Nach am Unfallort. Was? Was ist das denn? Naja, ich wusste nicht, wie ich in den Wagen reinbekomme. Bitte? Ich musste mich ja blitzschnell für einen entscheiden. Und da habe ich halt dem Typen von der Müllabfuhr geholfen. Ist er auch verletzt? Nein! Aber der wusste ja gar nicht, wohin mit seinem ganzen Müll.